Ich kann das nicht mehr vor mir herschieben. Ich kann mir hier keine schönen Tage mit dir machen, wenn ich für mich das Gefühl habe, es wären die letzten. Was ich für dich empfinde, das kann man nicht in ein paar Tage stecken. Ich habe Hannes von dir erzählt. Er hat einen Herzinfarkt und liegt im Krankenhaus. Ich darf nicht zu ihm. Weißt du, wir benehmen uns, als wären wir 20. Das ist aufregend. Und gut. Aber mir gehen allmählich die Kräfte aus. Und ich fühle mich egoistisch. Das bin ich nicht gewohnt bei mir. Es ist nicht egoistisch, wenn man sein Herz verloren hat und ihm dann folgen muss. Ja, genauso fühlt es sich an, als hätte ich mein Herz verloren. Aber das ist kein gutes Gefühl. Du hast dein Leben lang deine Liebe in andere Menschen investiert. Jetzt fühlst du dich schlecht, weil plötzlich du selbst das Zentrum in deinem Leben bist. Was mit Hannes ist, das tut mir sehr, sehr leid. Aber du trägst keine Schuld daran. Ich trage keine Schuld daran? Und du auch nicht? Genieße es. Genieß das mit mir, was das Leben uns schenkt. Wir sind alt genug, um nicht mehr nach den Konventionen der Gesellschaft funktionieren zu müssen. Aber ich bin nicht so. Und ich werde mich auch jetzt nicht mehr ändern können. Ich glaube, ich will es auch gar nicht. Und was willst du? Ich will, dass wir uns trennen. Wie ich es auch drehe und wende, es gibt keine andere Möglichkeit. Doch. Doch, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Mir ist klar, ich muss meine Frau verlassen. Ich habe gar keine andere Wahl. Weil ich sonst das betrügen würde, was das Schicksal oder Gott oder was weiß ich, was ganz offensichtlich für mich vorgesehen hat. In den letzten Tagen habe ich viel über uns nachgedacht. Die große Liebe ist sehr selten. Den meisten Menschen begegnet sie gar nicht. Und deshalb habe ich mich so gefreut, als du gestern vor mir standst. Es hat sich alles so richtig angefühlt. Ich möchte heute Nacht alleine sein. Bitte. Ich muss nachdenken. Ja, gut. Du kannst hier bleiben. Ich übernachte bei einem Freund. Ich möchte bei dir sein. Für immer. Ich möchte das. Und das. Und das und das auch noch. Schön. Ich nehme nur ein Croissant. Ich muss nämlich gleich wieder weg. Aber um 4 bin ich zurück, versprochen. Danke, Herr Fischer. Sehr gut. Hallo, Bea? Ich bin in Wien, bei Carlo. Sag, stimmt was nicht? Du klingst so merkwürdig. Ja.
braucht. Lieber Carlo, Hannes ist tot. Ich werde nicht zu seiner Beerdigung gehen können, seiner Familie wegen. Trotzdem will ich in seiner Nähe sein und fliege zurück. Ich bitte dich, trenne dich nicht von deiner Frau. Es ist ganz bestimmt falsch, das nach 30 Jahren einem Menschen anzutun. Das ist, als würden wir ihr Leben beenden. Und mit dieser Schuld wäre unsere Liebe zerstört. Grüß Gott. Grüß Gott. Zum Westbahnhof, bitte. Aber gern. Bitte versuche nicht, noch einmal Kontakt mit mir aufzunehmen. Auch wenn ich weiß, was richtig ist, würde es mir das Herz brechen. Wir haben alles versucht und das war gut so. Aber es gibt für uns keinen gemeinsamen Weg. Ich bin sehr glücklich, dich getroffen zu haben. Ich wünsche dir alles. Genau das wünsche ich dir. Alles. In Liebe, Mathilde. Oh Mama! Bitte ruf gleich an, wenn ihr angekommen seid. Natürlich, ja. Toll, dass es dir gut geht. Schade, dass du nicht mitkommst. Das nächste Mal ganz bestimmt, versprochen. Wir nehmen dich beim Wort, Mathilde. Also nächstes Jahr mit Baby und Oma. Hm? Die Oma ist Babysitterin, versprochen. Ja. Wiedersehen. Ja, aber ich habe mehr zu sagen.